Da sind wir schon wieder zurück zu Stellaris. Mein Name ist Max. Ich bin der Otto. Und wir haben endlich eine neue Alien-Spezies auf Augenhöhe, mit der wir auch handeln und uns unterhalten können, entdeckt. Jetzt wird spannend. Natürlich auch potenzielle Konkurrenten. Und man sieht dort oben links ihre Werte, ihre politische Einstellung. Es sind Pazifisten. Auch autoritär. Und was xenophil. Ist das? Xenophil. Oh, das heißt, sie mögen keine anderen Aliens. Und sie mögen Frieden. Das versteht sich mit uns nicht gut. Sie mögen andere Aliens sehr gerne. Ach so, Xenophil. Oh ja, du hast recht. Verzeihung. Guck mal, wie freundlich die sind. Ja, sie haben uns ja schon fast... Wir sind kurz davor, uns in ihre seltsamen Insektenbeine zu schließen. Insektenarme. Insektenkrabscher. Ja, aber pazifistisch ist mir schon mal suspekt. Pazifisten, du weißt, wie es ist. Schlimmste Schlag von Mensch. Richtig, also von Alien, von Insekten. Ganz genau. Ja, also ob mit so einem seltsamen pazifistischen Volk da Frieden zu machen ist, wage ich mal zu bezweifeln. Da würden wir denen ja nur in die Karten spielen. Genau, ich würde sagen direkt mal Statement. Gepriesen seien die Götter für dieses Treffen, aber warte, wir haben noch gar nicht vorgelesen. Wer spricht da? Links, sind wir das? Oder nein, sind die das? Das ist die Commonality. Was für eine Stimme haben die? Schau sie dir an. Ich freue mich, euch herzliche Grüße von Commonality of Tokio, nennen wir es mal, Tokio okay. Zu übermitteln. Wir haben ein friedliches Regierungssystem entwickelt, um den Rat unter Führung von Koordinator Panit Kwartika vorsteht. Ich glaube, der Satz geht anders. Auf das eure großartige Spezies auf immer in Frieden leben wird. Das klingt doch eigentlich ganz nett. Eigentlich ganz nett. Gepriesen seien die Götter für dieses Treffen. Ja. Das erste Alien-Aufeinandertreffen. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligentes Alien-Leben getroffen sind, wurden von unserer Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Dies bestätigt, was wir lange vermutet hatten. Wir sind nicht alleine in der Galaxie. Jede neue Alien-Spezies, auf der wir treffen, stellt gleichermaßen eine Chance und eine Bedrohung dar. Wir müssen auf der Hut sein. Diese besonderen Xenos verfügen über Technologien, die mit den unseren verglichen werden können. Vermutlich haben wir etwa gleichzeitig das Raumfahrtzeitalter erreicht. Schockierend. Das ändert alles. Wir sind mal gespannt, wo sie gesiedelt haben vor allem. Ne? Da sehen wir es. Liebe Zeit. Gar nicht schlecht, oder? Da ploppt es auf einmal auf. Und da würde ich sagen, so schnell wie möglich klatschen wir hier die Aliens weg und setzen uns hier rein, dass wir hier nicht abgeschnitten werden. Ganz genau. Das wollen wir nämlich gar nicht zulassen. Das wäre sehr unschön. Und schicken unsere Flotte auch direkt. Ja, man sieht es, da führt nur ein Weg auch hin, quasi. Ja. Das heißt, wenn sie sich da den Planeten holen, können wir da nicht mehr rüber. Und dann müssten wir quasi oben ganz groß rum, um da hinten noch zu siedeln. Was ja völlig absurd ist. Es sei denn, das Wurmloch ist gut gelegen. Aber wahrscheinlich ist es auch vom Vorteil, wenn unsere Grenzen geschlossen sind und dann nicht irgendwie... Ja, versprenkelt wollen wir nicht sein. Genau. Dann sieht man ja auch nicht unseren schönen Namen, der heilige Fluss. Oh. Können wir auch hier mal schnell ausmachen. Ein Fluss hängt ja auch zusammen. Das suggeriert der Name ja schon, dass ganz alles ineinander überfließt. Sonst wären sie ja nur heilige Pfützen und das wollen wir ja nicht sein. Wir wollen keine Pfütze sein. Wir wollen keine Pfützen. So. Wir sind stolze Lurche. Aber sowas von. Da wollen wir direkt mal gucken, was mit denen los ist. Aus dem geweihten Weiher stammen wir. Ins Gespräch gehen mit den Tokioranern. Bitte. Direkt mal ein bisschen Diplomatie hier. Sie können uns nicht leiden. Wieso? Wegen unserer Bombardierungsrichtlinie und unserer Sklaverei-Richtlinie. Lasst uns im Geiste des Friedens und der Versöhnung miteinander sprechen. Hm. Also dieses Angebot nehmen wir an. Können wir machen. Da würde ich fast schon sagen, dass wir... Guck dir den Anführer an, der ist auch ein Weltraumbergbauer, so wie Martin Lurcher. Sie können direkt mal Karten spielen gehen zusammen. Wissen, was Sache ist. Ich fände es ganz nett, uns mal mit denen anzufreuen. Das sind liebe Boys, die... Sie kommen mir sympathisch vor. Ja, absolut. Das mache ich ganz gerne. Das sind vertrauenswürdige Gesichter, finde ich auch. So diese Mischung aus Spinne, Grashüpfer und Tentakelmonster, das sind doch höchst rationale Lebewesen. Absolut. Die nur pazifistisch sein können. Dann würde ich sagen, wir haben eh keine Sklaven. Möchten wir Sklaven halten? Wir haben noch keine, nee. Wir haben potenziell gute Sklaventreiber. Aber der ist auch zufrieden, wenn er zu Hause seine Frau prügeln kann. Eben, der und kann sich darauf konzentrieren. Richtig. Und da würde ich sagen, ich schaue nochmal gerade nach, ob wir damit eine Fraktion verärgern. Lokale Rivalität, was ist das denn? Wenn wir uns als Rivale von mindestens einem Reich positionieren, sorgt das für Zustimmung. Ja, okay. Aber es kommen ja noch mehr Reiche auf uns zu. Da werden einige Reiche uns auch von Anfang an nicht mögen.
Du meinst, das reicht? Ich denke schon, ja. Gut. Dann. Eroberung, okay, die wollen, dass wir hier richtig nach vorne gehen. Ja. Ich finde es absolut komisch, dass mit der neuen Spezies alle Fraktionen aufgelöst wurden und jetzt wir nur noch diese eine Fraktion hier haben. Conroy war ja vorher Parteivorsitzender bei den Spiritualisten, glaube ich. Ändern sich dann aber auch einfach so, wenn sich der Körper ändert, dann ändert sich ja auch alles, wie du dich fühlst. Vielleicht sind die einfach fauler auch geworden, ein bisschen träger. Und dachten sich dann auch so, gegen Maschinen rebellieren, wieso eigentlich? Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne zu Hause einen Roboter, der mir meine Chips ans Bett bringt. Ach, das wäre echt gemütlich. Gesundheit. Entschuldigung, danke schön. Gesundheit. So, haben wir können wir noch Bakterien mit denen ein bisschen verteilt? Rumdiplomatieren? Auf jeden Fall. Lass doch einmal ein bisschen da reinschauen, was die so alles haben und so. Ich bin höchstens neugierig. Würde ich sagen, wir ändern mal schnell unsere Gesetze, weil wir das gerne so tun. Und verbieten einfach mal die Sklaverei. Wollen wir das mal? Wollen wir so hart sein? Wieso? Weil die pazifistisch sind, oder was? Weil die sowas nicht mögen? Weil die Sklaverei nicht mögen. Ach so, haben die gesagt. Das ist eigentlich nicht schlimm. Aber vor dem großen Lurch ist auch jeder gleich. Natürlich. Ja, also. Wir sind ja auch gewissermaßen sowieso schon alle Sklaven des großen Durchs. Sklaven seiner Heiligkeit. Sich selbst dann Sklaven zu halten, ist fast schon... Es wäre pervers. Genau. Es wäre pervers. Wir sind ja alle. Wenn dann einer mehr dient als ein anderer, okay. Aber es muss ja nicht gleich Sklave genannt werden. Und wenn wir irgendwann mal Bock haben, wieder Sklaven zu halten, dann können wir das ja auch wieder. Wir streiten hier auch nur um Worte. Wir können sie auch als unbezahlte Arbeitskräfte definieren. Quasi Messdiener haben wir sie genannt. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Diese Versklavung fühlender Wesen ist ein Gräuel und wird in unserem Reich nicht toleriert. Alles klar. So. Also man muss sich jetzt auch nicht unbedingt nach den Leuten hier richten, nach den anderen Reichen. Klar. Aber es hilft halt für die Diplomatie. Genau. Dann, dann zeig uns doch mal, was wir alles machen. Migrationsabkommen wollen sie, das gibt's ja nicht. Das wollen sie, was ist das denn, dass die bei uns reinsiedeln dürfen oder ja, was? Ja, genau. Aber das ist aber gefährlich. Ich würde auch sagen, das lassen wir erstmal. Nicht, dass wir hinterher auch noch pazifistisch werden. Dann garantieren wir mal ihre Unabhängigkeit. Kannst du nicht mit Pazifisten Krieg führen, ja, ne? Ja, also ich meine, Pazifisten können die auch einen Krieg erklären. Ja. Okay. Fanatische Pazifisten nicht, die können nur Verteidigungskriege führen. Normale Pazifisten, glaube ich, keine Eroberungskriege führen, sondern nur einfach so ideologische Kriege. Ah. Ja, verstehe, das macht Sinn. Ich meine, du kannst dich auch immer drehen, wie du willst. Du kannst ja auch sagen, ui, diese Schiffe sind aber sehr nah an unseren Grenzen. Verteidigungskrieg. In der Theorie kannst du das machen. So, du willst handeln, oder was? Oder verschenkst du dir? Wir verschenken wieder was. Ein Gastgeschenk natürlich. Am Anfang. Dann geben wir denen direkt mal 400. Dann können die uns direkt sehr gut leiden. Vielleicht auch mal 2-3 Kopien unser Best-of der Heiligen Schrift mal darüber schicken. Na sicher, ganz selig, genau. Selig sind die 400 selig Kopien. Sind. Ja. Richtig. So. Direkt mal Flugblätter abwerfen. Ja. In den Planeten. Bisschen missionieren. Was man möchte, wenn man neue Leute trifft. Direkt über ihre Religion zugelabert werden. Genau. Aber es geschieht ja auch nur aus Nächstenliebe, weil sonst können wir ja im Himmelreich nicht zusammen im ewigen Fluss schwimmen und weiter Diplomatie führen. Mhm. Große Dankbarkeit wird uns entgegengebracht. Oh. Die Anomalie wird erforscht. Und dann könnten wir jetzt... Na siehste, da wollen sie alles. Und ich würde auch sagen, wir gehen alles mit denen ein. Nicht-Angriffsversprechen, alright. Wirtschaftspakt, alright. Haben wir schon das Lügen erforscht? Das Lügen? Offensichtlich, wie man gerade sieht. Forschungsabkommen auch. Easy. Und das Migrationsabkommen, das lassen wir nochmal. Aufgegebenes Frachtmodul. Energiecredits haben wir... ein Frachtmodul gefunden. Dankeschön. Stecken uns in die Tasche. Hier unten kommt alles rein. Wir müssen auch wieder Mineralien verkaufen. Das geht echt zack, zack hier. Bergbau nach guter Laune. Tief in einer Felsspalte auf dem gigantischen Asteroiden R6694 haben wir etwas Erstaunliches gefunden. Am Fels arbeitet eine Bergbaumaschine, die sich in die schier unendliche Tiefe des Asteroiden gräbt. Die Maschine steht verlassen da und es gibt keine Anzeichen darauf, wer sie dort platziert haben könnte.
Wenn wir die Maschine aufhalten können, wäre es uns vielleicht möglich, etwas über ihre Technologie herauszufinden. Dazu müssen wir uns aber beeilen, bevor sie von herabfallenden Trümmern zerschmettert wird. Dann aber Beeilung. Machen wir mal. Ja, bitte. Forschung. So, dann verkaufen wir schnell nochmal 5000. Wir haben schon wieder zu viel, ne? Ja, wir haben schon wieder zu viel. Unglaublich. Wie hast du da schon wieder gewirtschaftet? Sehr gut anscheinend. ja, das wurde alles angenommen. Und dann die Amokbohrung. Wo ist die? Konstruktionsschiff, bitte einmal hinfliegen. Wo war die denn? Hier. Beeil dich, Konstruktionsschiff. Wir haben nur 1000 Tage Zeit. Bevor die anderen da sind. Genau. Können ja eigentlich auch so Events wegzecken. Also können jetzt auch andere anfangen, hier quasi für die Liga der ersten Artefakte zu suchen, sodass wir dann mit denen handeln müssen. Ich denke nicht. Aber wenn man nicht aufpasst... Siedeln sie bei den Artefakten. Genau. Hm. Und das wäre unschön. Und Migrationsabkommen wahrscheinlich auch, oder? Ist Migrationsabkommen auch, dass sie bei uns durchfliegen können? Nein. Da geht es nur um die, dass die bei uns einziehen, quasi, okay, auf unseren Planeten. Man kann aber auch Grenzen schließen, um den anderen zu verbieten, bei einem durchzufliegen durchs Reichsgebiet. Das geht auch, ja. Mhm. Die haben ja noch wahnsinnig viele Sachen offen, wahnsinnig viele Projekte. Schauen wir mal. Also die andere Rasse erforschen. Das und das mit der Schlange sind die wichtigsten Dinge zur Zeit. So, komm, dann machen wir das mal schnell weg. Würde ich bauen. Ja, das drängt immer nicht so mit hin. Das waren, glaube ich, sowieso nur die Amöben, die wir vorhin gesehen haben, die da aussahen. Ach so, ich dachte, sie werden jetzt die nochmal genauer erforschen. Nein. Ach, na dann. So, jetzt fügen wir hier unsere beiden Flotten, die neuen Schiffe, die wir gefunden haben, von der Schiffswerft, und unsere Hauptflotte zusammen. Zack, hier zusammenfassen. Was? Das ist ja... Und dann geht es... Unglaublich. ...ab in die Schlacht. Mit einer Kampfkraft von 1400. Nicht mehr aufzuhalten. Ein Forschungsschiff schläft, das mögen wir überhaupt nicht. Boah, guck mal, die sich verbreiten da oben. Absolut. Das sollte einem ja Angst machen. Da würde ich auch sagen... Die haben ja noch nicht so viel Land wie wir. Insgesamt. Oh, guck mal, nach denen geht's weiter. Da hast du noch so ein kleines Schwänzchen nach da. Mhm. Ah, interessant. Ja, die breiten sich auch sehr schnell aus. Da muss man echt mal schauen. Ich glaube, wir haben mehr, oder? Ja, bei uns ist aber auch alles flacher sozusagen. Wir sind auch ein bisschen in die Länge gezogen. Wir sind halt schon ein bisschen... Oh, was ist denn das hier? Eine 10er Ozeanwelt. Okay. Aber wieso ist die grün? Wir dürften doch eigentlich... Bewohnbarkeit 70%. Das ist aber viel dafür, dass es eine Ozeanwelt ist. Eigentlich müsste das 60% sein. Aber sagst du nicht, das wächst mit der Zeit? Wenn man es erforscht. Ah, okay. Vielleicht haben wir durch unsere Veränderung da jetzt was dazu gekriegt. Das kann sehr gut sein, ja. Die Weltraumamöben, die Wesen, die unsere Flotte vor einiger Zeit traf, sind für uns neue Weltraumlebensformen. Nachdem ein Analyst anfängliche Sensorwerte völlig falsch aufgefasst hatte, bekam das Wesen den Spitznamen Weltraumamöbe. Tatsächlich aber ist es größer als eine durchschnittliche feuchte Korvette. Es ist jedes Mal wieder gut. Das ist großartig. Trotz der offensichtlichen Störrigkeit der Kreatur sind weitere Studien berechtigt. Wir können sie und ihre Artgenossen aus der Ferne von Steinembach beobachten. Faszinierende Kreaturen. Durchaus. Und fantastisches Design auch. Hier mal ein Lob an die Entwickler. Die Super Designs sind alle gelungen. Gut, manche wiederholen sich, aber das ist ja klar. Das ist klar. Kann man ja nicht unendlich dran programmieren. Und das ist soweit. Wachstumsgeschwindigkeit, 10%. Oder was haben wir da gerade? Wir haben gerade freigeschaltet, dass die Bewohner sich schneller fortpflanzen, um 10%. Okay. Was haben wir da eigentlich nochmal bei Aufstiegsvorteile neben geweihte Planeten? Da können wir jetzt einen neuen. Ach so, gehen. Das können wir jetzt einmal. Wundervoll. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Da würde ich sehr gerne. Wo ist es denn hier? Verstand über Materie wählen. Müssen wir halt noch warten, bis wir eine Technologie haben, ne? Mhm. Ja. Ich würde sagen, Leerlauf ist scheiße, dann wählen wir erstmal was von denen, die wir können, und machen das da als nächstes. Oder? Ja. Ja.
Die Telepathie zu lernen ist nämlich super. Aber dann würde ich sagen, wir nehmen hier das imperiale Vorrecht. Ups, erforschen, okay. Entweder das imperiale Vorrecht oder. Wo ist es denn hier? Der technologische Aufstieg. Ist Forschungsgeschwindigkeit 10%, was ist immer geil. Also ich wäre tatsächlich dafür, weil ich eher verstehe, was es tut. Aber Verwaltungslimit, gut, wollten wir ja eigentlich auch dringend nach oben bashen, Da ne? können wir uns schneller Und das ausbreiten. brauchen wir gerade jetzt vielleicht auch dringender, wo Das die stimmt. schändlichen Pazifisten da vor unserer Tür stehen Wo wir hier ein bisschen im Rennen sind. uns quasi mit der weißen Fahne penetrieren, kann man schon was sagen. Autsch. Autsch. Ja. Die Fahne tut am meisten weh. Richtig. Dann nehmen wir das doch. Das war das Richtige? Ja. So, jetzt können wir uns wieder richtig ausbreiten. Wundervoll. Das finde ich super. Und das werden wir gleich auch Pazifisten. tun. Die Pazifisten. Wenn der große Lurch den Pazifismus gewollt hätte, hätte er keine wundervollen Kriegsschiffe namens Zerstörer bauen lassen. München. München-Zerstörer. München-Zerstörer, Ja. richtig. Unsere Energiewirtschaft, lieber Herr Nico. Wir haben da Ja. vielleicht wieder sehr viele Mineralien gesteckt. Sehr alter Mineralien-Junkie. Jein. Unsere Flotte hat sich gerade aus dem Heimathafen begeben. Im Hafen, wenn sie angedockt ist, verbraucht sie weniger Energie. Klar, jetzt geht Das es wieder schlägt richtig zu los. Buche. Ja. Aber wir haben 15.000 Auf Halde, Energiecredits noch. klar. Ist Auf sogar der das Hund. Maximum, oder? Nein, beide der Energiecredits haben ein höheres Maximum. Das liegt bei 50.000, wenn ich mich nicht irre. Ja. Oh. Können wir nicht mit denen irgendwie mit den anderen Mann ein Abkommen schließen? AO 10 Mineralien gegen 10 Energie jede Runde? Weil für uns wird sich das ja voll lohnen. Auf dem Markt können wir das machen und ja, mit denen können wir das auch tun. Wir sind ja jetzt Best Friends mit denen. Können wir das doch mal. Wenn wir sagen, hey, entweder das oder Krieg. Das können wir tatsächlich Nein, wirklich Quatsch. machen. Das ist Aber eine das ist ganz doch. gute Sache. Handelsabkommen gibt uns doch mal für Mineralien. Sagen wir mal, wie viele Mineralien geben wir monatlich hier? Nee, du bist aber bei allgemein, Ich hab's gerade monatlich, ne? gemerkt, ja, das Gucken. wäre Ich würde sagen, wir können ja fast 40 oder so entbehren, wenn wir dafür. Alte Götter, der Schrein der Wohltäterin. Die SS Foundling ist ins Betria-System eingeflogen. Ihre Besatzung berichtet, dass sich im Orbit des Sterns tatsächlich ein stellares Objekt befindet, das dem Schrein des Unbeschreiblichen nicht unähnlich ist. Das sollten wir untersuchen, Machen wir doch lieber direkt. Nico. Wir können da richtig viel ballern, oder? Können 40 oder so anbieten. Ich meine, wir haben ja genug, wir verkaufen das eh immer am Ende. Wenn wir zu viel Ja, kriegen. machen wir mal 40, aber dann legen wir das besser nicht auf. Machen wir 15 Jahre, ne? Ja, klar, Dass muss es ja nicht. nicht so Erstmal lang nur jetzt, läuft. damit wir nicht ins Minus. Also keine Ja, Minuszahlen man weiß ja stehen nie, haben. wie sich die Sache entwickelt. Klar. Energiecredits hätten wir gerne dafür. Ah, siehst du, da fängt es schon an. Guck doch mal. Minus 1000. Was ist das für ein Wert? Handelsakzeptanz. Der muss mindestens 1 sein, sonst sagen sie Sagen sie, nein. okay, ja, gut. Alter, wir können da ja richtig hochhandeln. Aber solange es noch 1 ist, funktioniert es auch? Ja. Das ist ja eigenartig. Ja gut, dann fahren wir hier mit den 47. Ach so, okay. Das ist ein guter Deal. Ja. Also Mineralien sind schon mehr wert als Energiecredits. Wenn wir es am Markt verkaufen würden, dann würden wir wahrscheinlich ein besseres Geschäft Ah, machen. okay. Aber dann machen wir hier mal 10 Jahre und machen das einfach mal, um auch ein bisschen, Energie zu haben. uns mit denen anzufreunden. Ne? Die freuen sich. Defensivabkommen machen wir auch direkt, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Das gefällt mir. Kannst du noch ein bisschen, haben wir das schon alles gesehen? Gibt es da noch ein paar Werte, die man abchecken kann bei dieser anderen Rasse? Du gehst Was natürlich ein meinst bisschen du? schnell durch auch, weil du das Spiel kennst, aber mich würde interessieren, was können wir alles in diesen Menüs jetzt über die in Erfahrung bringen? Da oben rechts, da steht ja noch einiges. Die haben 3 Planeten, nehme ich an, 52 Bevölkerung. Ja. Ebenbürtig heißt dann wahrscheinlich, die sind genauso weit wie wir in ihrer Forschung, Genau, ne? da siehst du es auch in der aufgespaltenen Flottenstärke, wirtschaftliche Macht und die Technologiestufe. Da sind sie überall bei uns grob auf einem Level. Es ist immer sehr grob gefasst, weißt du? Das ist nicht, Ja. kann man nicht so wirklich von ausgehen, dass sie dann genau gleich sind wie wir. Die haben nicht gerade auch den Zerstörer. Hier, genau, hier ist das Vertrauen, das die uns entgegenbringen. Das steigt durch eben solche Wirtschaftspakte, Forschungsabkommen.
Defensivabkommen. Immer wenn man langfristig Beziehungen mit denen pflegt und irgendwelche Abkommen hat, dann steigt das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, was sich auf die Meinungen niederschlägt, die sie von uns haben. Und im Hintergrund ist deren Lieblingsheimatsiedelwelt, oder? Genau, diese. Was ist das, die Tundra da? Savannenwelt, Tundra, ja. Savannen ist, glaube ich, noch wüstiger. Ich glaube, das ist fast das. Könnte Tundra sein. Die haben einen Rivalen, den wir noch nicht kennen. Und genau, hier hat man die verschiedenen diplomatischen Möglichkeiten. Könnten wir sie auch beleidigen, aber auch mal nicht. Ja. Lassen wir mal. Hey, wollen wir handeln, ihr Wichser? Da würde ich fast sagen, dass wir uns bald mal auch darum kümmern, die Diplomatie anzugehen hier, ja, das wäre um eine Föderation zu gründen. Fände ich ganz lustig. Dann machen wir das so. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Vielleicht. Denn diese ist langsam zu Ende. Wenn du keinen Höhepunkt mehr in Aussicht siehst, den du schnell noch durchführen willst, ich würde sagen, das war schon eine Folge voller Höhepunkte. Denn endlich ist es soweit und wir haben verdammte andere Alien-Spezies entdeckt. Und ich finde, die sind auch alle so herrlich designed und ich freue mich auf noch mehr davon. Mal gespannt, was mit denen so passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.